Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Heute ist der 19. Dezember und es kamen jetzt die letzten Tage keine Vlogs online. Ich möchte mich dafür auf jeden Fall erstmal ganz doll entschuldigen. Ich habe euch das ja auch schon quasi bei den Community-Tab hingeschrieben, aber es haben mir trotzdem einige, viele per Instagram geschrieben und gefragt, wo die Videos bleiben. Es tut mir sehr leid, dass es nicht möglich war in den letzten Tagen, da ich mich nicht so gut gefühlt habe. Ich war heute nicht in der Schule deswegen. Und ja, deswegen gab es dort für ein paar Tage keine Videos. Aber jetzt bin ich wieder back und ich freue mich sehr auf die restlichen Tage noch zu vloggen. Wir haben jetzt ja noch heute Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch. Das ist natürlich gut und heute werden wir erstmal den Kalender auspacken. Dann würde ich sagen, was wir heute machen werden. Denn wir haben heute einen relativ vollen Plan, würde ich sagen, ja. Oh mein Gott, das ist irgendwie richtig schwer. Das ist echt schwer. Es könnte aber so Schokolade sein. Ich würde fast sagen, dass Schokolade zu schwer ist, weil das wirklich schwer ist. Oha, es ist wirklich Schokolade. Ja, es ist diese Schokolade hier von Rittersport und das ist halt wirklich die vegane Variante. Also falls ihr vegane Schokolade haben wollt und eine gute haben wollt, dann würde ich euch die empfehlen, weil die ist vegan und lecker und ja. Also dankeschön. Und dann haben wir noch den Kalender von meiner Mutter, den sie mir selbst gemacht hat, mit koreanischen Sprichwörtern drinnen. Abdil Rodin Molida. Irgendwas mit Wasser. Irgendwas mit es ist Wasser. Es ist irgendein Wasser. Und zwar haben wir, es ist verschüttetes Wasser. Es ist verschüttetes Wasser, was bedeutet, man kann es sowieso nicht mehr ändern. Ich lege es mir wieder hier hin. Genau, die allererste Sache, die ich heute machen werde, oder die wir heute machen werden, ist auf jeden Fall mein Zimmer aufzuräumen. Dann habe ich heute auf jeden Fall vor, noch die ganzen Geschenke fertig zu machen für Weihnachten. Denn am Mittwoch ist ja schon Heiligabend. Oder am Mittwoch, ne? Ja. Und da muss ich noch die ganzen Geschenke fertig machen. Also ich habe auf jeden Fall schon alle Ideen und auch die Sachen zu Hause und sowas. Aber ich muss noch anfangen, die zu machen. Und das machen wir dann heute am besten zusammen. Außerdem muss ich auch noch einen Brief, oder was heißt muss, aber möchte ich noch einen Brief schreiben an einen koreanischen Freund von mir, weil wir uns gegen so richtige Briefe schreiben wollen. Was ich voll cool finde, so für Weihnachten. Obwohl ich denke, dass es nicht richtig ankommen wird. Also ich habe den Brief schon fertig, aber ich muss ihn halt noch zumachen und dann abschicken. Und ansonsten, was noch heute da? Ansonsten möchte ich heute eigentlich noch Videos planen, und zwar die Videos für Ende 2020, denn ich möchte auch so eine kleine Reihe machen mit dem Thema, wie man 2020 abschließen kann, um dann 2021 zu begrüßen und ein tolles 2021 zu haben. Aber ich weiß nicht, ob ich das heute noch schaffe, weil ich ja schon ein bisschen was zu tun habe. Deswegen mache ich das dann eventuell sogar morgen. Übrigens habe ich auch in den letzten Tagen diese Flagge dort aufgehangen oder aufgehängt. Und ja, ich bin eigentlich ziemlich zufrieden, wie das aussieht, weil das so richtig straff ist. Und ich glaube, das ist besser als die alte Flagge. Also dieses Weihnachten schenke ich meine Familie, also meinen Vater, meine Mutter, meine Schwester und dann noch eine gute Freundin von mir. Genau, meiner besten Freundin habe ich ja schon was geschenkt, da wir uns ja diesen Adventskalender gemacht haben. Und wir haben uns gesagt, wegen dieses Kalenders brauchen wir jetzt nicht ein richtiges Geschenk, da wir 24 kleine Geschenke haben. Und für meinen Vater, also erstmal ganz kurz, falls einer von diesen Leuten das hier sieht, bitte wegklicken, sonst werdet ihr gespoilert, das wollt ihr nicht. Und zwar möchte ich für meinen Vater eine Foodbox machen, also eine Box mit ganz vielen Essenssachen drin, aber da er vegan ist, mache ich vegane Snacks rein. Ja, da meiner Mutter, ich mache mir alles mit Essen, aber meiner Mutter möchte ich ein selbstgemachtes Kochbuch schenken und ich wollte das erst ausdrucken, aber ich dachte mir, das ist vielleicht nicht so umweltfreundlich und auch nicht so handlich. Deswegen habe ich mir gedacht, dass ich ihr ein PDF-Kochbuch mache, also eine PDF-Datei schicke und ich habe damit auch schon angefangen. Finde ich eigentlich ganz cool. Da meiner Schwester möchte ich Gutscheine schenken. Und zwar habe ich das hier dafür rausgesucht. Das habe ich aus Korea. Deswegen, ich weiß gar nicht, ob es das so in Deutschland gibt oder hier in Deutschland gibt. Aber das heißt Word Card. Und das sind dann eigentlich sowas für Vokabellernen, glaube ich. Aber ich benutze es halt für Gutscheine. Kann ich das aufschreiben. Ach ja, und der Freundin von mir schenke ich ein Buch. Das packe ich dann auch noch gleich ein. Fangen wir jetzt erstmal an mit der Foodbox. Da habe ich jetzt erstmal hier diesen schönen Karton, aber egal. Und um das Ganze ein bisschen besser zu machen, möchte ich das hier so reinlegen. Und ich mache mir die Kamera jetzt hier weg, weil sonst habe ich einfach keinen Platz hier. Ach so, ich mache das am besten. Ja, ich habe eine bessere Idee. So, dann ist es hier über die Ecke.
Und das ist über die Ecke, ja. Jetzt, wo wir schon mal die Basis hier haben, hole ich mal die ganzen Sachen. Und so habe ich jetzt, wie gesagt, vegane Snacks rausgesucht. Einmal einige Nüsse. Dann habe ich noch das hier, das muss ich noch hin auspacken. Das habe ich mir überlegt, ob ich ihm das auch reintue, weil das war heute Morgen in meiner Adventskalender drin. Aber das würde eigentlich richtig, richtig gut reinpassen. Deswegen überlege ich, ob ich das auch noch da reinmache. Wir gucken mal. Und dann dieses Schokolade. Ich habe noch jetzt gemachte Plätzchen, die wir mal gemacht haben. Also. Ohne Witz sieht bei anderen so toll aus, aber. Ja, ich gucke gerade mal nach anderen Ideen, wie ich das auch schöner einpacken könnte. Hier sind wirklich tolle Ideen dabei. Und jetzt für meine Schwester schenke ich einmal, wie gesagt, Gutscheine. Dann habe ich überlegt, ich schenke ihr noch ein Blackpink-Poster, denn sie ist Blackpink-Fan. Und ich habe das mal gefunden in einer Zeitschrift und habe es jetzt die ganze Zeit bei mir. Und ich warte die ganze Zeit auf Anlässe, weil ich ihr das schenken kann. Ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Ja, oder ich warte und schenke ihr das zum Geburtstag. Ich habe mir auch schon ein paar Dinge überlegt, die ich ihr sozusagen schenke. Wir nehmen mal so viel. Ich denke, das reicht. Und zwar schreibe ich da jetzt einfach ein paar Sachen rauf und dann am Ende mache ich das hier rauf. Und dann hat sie so einen kleinen Schlüsselband mit einigen Gutscheinen für sie. Also ich habe jetzt die folgenden Dinge gemacht und zwar habe ich zweimal raufgeschrieben, eine Koreanischstunde, dass ich ihr Koreanisch beibringe. Denn das haben wir schon einmal gemacht und so und eigentlich ist es eine ganz coole Idee. Dann habe ich einmal, dass sie mich schminken darf, weil meine Schwester möchte mich irgendwie immer schminken. Und ja, deswegen hat sie einen Gutschein dafür jetzt bekommen. Dann habe ich noch ein paar Haushaltsaufgaben, wie zum Beispiel den Hund füttern mit, also unser Hund heißt Flo, dann, also Flo füttern, mit Flo rausgehen, Tisch abräumen, Tisch stecken, Geschirrspüler. Aber das sind eigentlich Sachen, die ich sowieso irgendwie immer mache, aber egal. Ja, falls sie halt machen muss, dann übernehme ich das für sie. Und jetzt im Endeffekt sieht das Ganze dann so aus. Juhu! Dann kriegt sie, wie gesagt, noch das Poster dazu. So, dann der guten Freundin von mir möchte ich zwei Bücher schenken, denn ich weiß, dass sie Poesie sehr liebt. Und deswegen habe ich hier diese zwei Bücher für sie. Und ich werde ihr dazu dann auch noch einen Brief schreiben. Ich habe auch überlegt, ob ich ihr sogar ein Gedicht schreibe, aber ich habe das schon mal gemacht. Und zwar letztes Jahr. Aber vielleicht fällt mir noch was ein. Dann habe ich ja noch den Brief an meinen koreanischen Freund. Ja, also vielleicht könnt ihr jetzt ein bisschen sehen, ich möchte es nicht alles genau zeigen, aber auf jeden Fall habe ich ein bisschen was geschrieben und ich muss jetzt noch die letzte Seite fertig schreiben, also so Unterschrift sozusagen aufmachen. Ich möchte jetzt noch eine Familiencollage von uns machen, aus einfach Bildern von uns als Familie und das dann in einen Bilderrahmen machen. Und dazu muss ich erstmal Fotos raussuchen, die dann gleich ausdrucken und dann auf den Bilderrahmen anordnen. Und deswegen mache ich das jetzt mal ganz kurz. Musik
mache das Ganze jetzt am Laptop. Ich dachte erst, dass ich das bei PixArt mache auf dem Handy. Aber ich glaube, auf dem Laptop ist es dann auch ein bisschen schöner, weil ich das da besser sehen kann und besser anordnen kann. So mache ich das jetzt hier. Also ich habe die ganzen Fotos jetzt hier drauf, aber ich werde euch nicht zeigen, weil sie sehr persönlich sind. Und ich werde das Ganze mal in diesen Bilderrahmen hier reinmachen. Und dann bin ich auch schon fertig. Bis gleich. Also ich habe das Ganze jetzt mal so sortiert nach den Personen, die ich beschenke. Und da sind jetzt auch die wichtigen Geschenke noch dabei, deswegen ist alles ein bisschen unordentlich gerade noch und unübersichtlich. Okay, eigentlich ist es so unübersichtlich ist es jetzt auch nicht, aber ich muss dann nachher noch ein Geschenkpapier einpacken. Und das jetzt ist das Kochbuch für meine Mutter. Ja, ich bin eigentlich ganz stolz auf mich. Ich glaube, das ist eigentlich ganz cool. Ich habe jetzt extra vegane koreanische Sachen rausgesucht. Also Sachen, die hier vegan sind und koreanisch. Und ich habe hier auch noch die Quellen drauf gemacht, damit man das immer nachgucken kann. So, ich denke mal, ich werde alle Geschenke in eine Box reinmachen, also in so eine Tüte. Am besten mit Happy Birthday. Ich denke mal, das Blackpink-Poster werde ich nicht einpacken, da das ziemlich einfach zu zerreißen ist. Deswegen mache ich das einfach so in eine Box rein und ey, soll ich jetzt wirklich das Happy Birthday nehmen? Ist ja egal, oder? Aber ich weiß nicht, weil ich habe sonst keine andere, die groß genug ist für das Poster. Ich nehme jetzt wirklich das hier. Tada! Und das hier packe ich jetzt auch noch in der Folie hier ein, glaube ich. Das hier ist übrigens die Folie, die man bei zum Beispiel Schuhkartons oder so mitkommt. Also wenn man irgendwas kauft und dann ist es eine ziemlich gute, meiner Meinung nach, umweltfreundliche, nachhaltige Variante, Geschenkpapier einfach zu verwenden. So, dann das Ganze für die Freundin von mir. Da nehme ich, glaube ich, dieses Papier hier, das blaue. Ach Leute, es wird einfach schon dunkel und ich habe noch gar nichts gegessen heute, also außer Frühstück natürlich. Und wir wollen gleich noch was essen und zwar gibt es heute bei uns Bratkartoffeln. Mit, weiß ich auch noch nicht, mit irgendwas. Ich freue mich darauf sehr. Und ich freue mich auch mega, dass wir jetzt wieder Vlogmas machen. Und ja, das ist bestimmt auch noch cool. Genau, ich bin heute nicht mehr dazu gekommen, die Videos zu planen. Vielleicht mache ich das heute noch, also es ist jetzt 17 Uhr oder so. Vielleicht mache ich das noch oder vielleicht mache ich das dann morgen mit euch zusammen. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr euren Verwandten oder Freunden, Freundinnen etwas schenkt oder ob ihr wichtelt oder was ihr da macht. Das würde mich echt interessieren. Und ich möchte noch gerne eine Person grüßen heute. Also das Video ist noch nicht zu Ende, aber trotzdem. Sowieso ist mal eine Person raus. Ich gehe jetzt mal auf die Kommentare hier unter den letzten Videos so und gucke eine random Person. Und zwar grüße ich heute Emily. Hi Emily, ich hoffe es geht dir gut. Du hast einen sehr schönen Namen. Emily schreibt, hi, ich habe eine Frage, und zwar, welche App benutzt du eigentlich zum Time-Tracken? Ich benutze die App Now Then, beziehungsweise ich habe die Now Then Pro App, also die Pro-Version davon. Genau. Ja, danke Emily für den Kommentar. Und es ist mega lustig, weil darüber ist ein Kommentar von einer Lara. Und Lara hat geschrieben, dass sie meine Videos sehr inspirierend findet. Das freut mich sehr. Dankeschön, Lara. Aber ich wollte so kurz teilen, weil das ist lustig, weil da oben steht Lara und unten Emily. Also, sehr cool. So, ich habe jetzt gerade gegessen und jetzt werde ich noch meine Supplemente nehmen. Also B12, das sieht so aus. Und das ist irgendwie immer so eine, also ich finde, das ist so eine Riesenkapsel einfach. Deswegen habe ich öfter immer Probleme damit, die runterzukriegen. Aber mein Tipp ist auf jeden Fall, Mineralwasser zu nehmen, also halt mit Sprudel. Und dadurch wird die Tablette bzw. Kapsel so angehoben. Und dann ist es meiner Meinung nach nicht so schwer, das dann runterzuschlucken. Ach. So, ich habe jetzt gerade noch die anderen Geschenke eingepackt und irgendwie ist mir gerade mega kalt. Übrigens lese bzw. höre ich momentan dieses Buch hier, Essentialism. Und ich glaube, das kommt sogar zu meinen Jahreshighlights. Und es ist aber schon mega spät. Ups. Ich glaube, es kommt zu meinen Jahreshighlights, weil das ist wirklich eins, glaube ich, der besten, also was heißt besten Bücher, aber eins, die mich am meisten beeinflusst haben, würde ich sagen, in diesem Jahr. Wahrscheinlich.
Wir werden dann sehen, ob das auf meine Jahres-Highlights-Liste kommt, die ich dann Ende des Jahres veröffentlichen werde wahrscheinlich. Und ich höre das jetzt auch ein bisschen so zum Einschlafen. Das habe ich gerade schon fertig gemacht. Und ja, das war es dann für heute. Ja, es ist schon so spät, oh mein Gott. Gute Nacht.